fahren jetzt zur Mao Beach. Im Strand direkt hinterm Airport. Und sind mal gespannt, ob wir da umgeblasen werden. Da, wo die Flugzeuge ganz dicht über den Strand fliegen. Ja. Da gucken wir mal. So ungefähr mit unserem superschnellen Dinghy schätzungsweise 40 Minuten und zwei Tankfüllungen. Aber was soll's, wir genießen ja. Der Weg ist das Ziel, heißt es. Genau. Immer noch auf dem Weg zum Mao Beach. So, wo landen wir jetzt an? Das ist ringsherum hier Golfplatz. Also, I don't know. Hallo Maxi. Ich glaube, hier kannst du nirgendwo anlanden. Nope. Also, hier ist so eine kleine Lagune, wo wir reingefahren sind, um zum Mao Beach rüberlaufen zu können. Und hier ist ringsherum alles Golfplatz. Unglaublich, hier kommst du nirgendwo ran. Und jetzt sind wir hier noch in so einen kleinen Seitenarm gefahren. Und hier ist so ein Durchgang. Wir robben uns jetzt über den Golfplatz auf die öffentliche Straße, um dann zum Mao Beach zu kommen. Ey, das ist der Hammer. Wir hoffen, dass das Dinghy nachher noch da ist. Wow, was ein Teil! Den haben wir jetzt schön verpasst. Nein. Merkst du was? Wir sind halt voll die Illegalen hier. Ja, illegale Einwanderer. Ui. Oh, das musste mal ganz schnell rennen. Hierher. Landeanflug und durchstarten. Ja, US Air Force. Hat es jetzt zum zweiten Mal nicht hinbekommen. Nee, die üben. Meinst du? Ja. Die suchen sich hier die Insel aus, weil die eine relativ kurze Landebahn hat. Aha. Und dann üben die. Also, das hier ist Mayo Beach. Ganz schön überfüllt, hä? Ja, die wollen sich jetzt alles nicht angucken. Ja, genau. Ich habe noch nie so viele Leute mit Selfie-Stab und Kameras an einem Fleck gesehen. Ja. Sehr gut. Mäuschen, da kommt er jetzt. Wollen wir mal hin? Was war denn das? Fast so grün wie ein Dinghy, ne? Just like I used to do. I suppose it's serious love. The kind that just won't be snuffed. The kind of love that never dies.
sort of stuff you know is lies. Burn the love dreams, burn them for safekeeping. Save the love dreams, save them on the garbage heap. If you lived here, you'd be home by now. If you loved me, you'd let on by now. Nadu? Oh. Krass. Oh Mann. Ich starte mal den Motor, da haben wir. Hör auf, denn. Den, achso, da kommt der Schwanz, der Schwanz in den Motor. Dann haben wir gehäckselten Lego an. Ich bin great. Naja, ja. Kann den Motor nicht starten. Dann kann ich den Motor nicht starten. Naja, ich weiß noch nicht so recht, was der will hier. Der will mitgenommen werden. Stört ihn gar nicht. Also pass mal auf. Der haben wir gehäckselten Lego an der Nacht. Okay, du bist ein richtig cooler Hai. Ist ja geil. Oh, verdammt, jetzt hab ich's verpasst. Jetzt sind wir weg. Schade. Also Freunde, in den letzten Folgen, genauer gesagt seit den Saints, haben ja die Drohnenausschnitte gefehlt, weil sie ja dummerweise flöten gegangen ist. Und ich weiß, das müsst ihr alle schrecklich vermisst haben. Ich habe es jedenfalls, weil wir in sehr coolen Locations waren, wo es sich sehr gelohnt hätte, eine Drohne dabei gehabt zu haben. Aber das Warten hat ein Ende. Hier auf St. Martin ist der einzige Drohnenhändler in der ganzen Karibik. Also gab es hier eine neue Drohne, die ist in der Tüte da und wartet auf ihren ersten Einsatz. Und Hendrik und ich sind hier im Fort Louis, neben unserer Ankerbucht in Marigot. Und jetzt wird sie mal ausprobiert. Ocean that I can't swim. You set me aside and say what's weighing on your mind before these heavens fall and the tide starts coming in. You said, boy, my heart grows weary and all these dreams are shaking. I'm just scared someday I'll wake and find they've flown. Way. And I say, I've seen the line where you fell. Think I've fallen there as well. Think I've fallen and the whole dream came undone. Every
face becomes a bullet and every heart becomes a gun. Caroline, I think these highways left me by. Ich bin echt froh, dass er gut funktioniert. Ja, ich bin auch froh, dass du froh bist. Vielen Dank. Ah, das macht wieder Spaß. Komm, endlich wieder. Komm, gute jetzt gib ihr, jetzt gibt der Liebsten noch ein Küsschen. Vielleicht wird ja eine Mavic draus, wenn ich sie küsse. Ja, vielleicht. Der Frosch zur Prinzessin. Also. Also. Tschüss. Komm nicht näher ran, bevor du ins Wasser auf fällst. Nein. Mach's gut. Wir sehen uns, wenn wir da sind. Tschüssi. Marie, mach's gut. Tschüssi, Max. Wir fliegen am 22. Ich habe am 18. Geburtstag. Ah, genau. Das stimmt. Toll, habe ich Geburtstag auf See. Das ist doch das Geilste. Nein, ich will. Ich möchte ein Candlelight-Dinner mit meinem Schatz. Tschüssi. Hello, hello. We thought we see you for ice cream yesterday, but yeah, there she is. Nice meeting. All right. Bye bye. Bye. Ciao. Bye. He was also waving bye bye. Bye bye, drum. Sounds great. See you soon. See you soon. Yeah. Bye. Bye. Where's our boat? Ah, wir sehen sie ja wieder. Ein bisschen traurig ist wegen der Drum. Die sehen wir jetzt lange nicht. Das war eine coole Familie. Ist eine coole Familie. Ja. Die Drum. Ja, das stimmt. Der Anker kommt. Gut. Wunderbar. So, sieht gut aus. Jetzt. Wir sind jetzt in St. Martin, in Marigot Bay gestartet, vor ungefähr einer Stunde, um jetzt nach Martinique zu fahren, das heißt durchzufahren. Also wir machen jetzt keinen anderen Stopp mehr, weil wir am 18. in Martinique sein wollen. Der 18. ist in 2 Tagen, das heißt, wir haben 250 Seemeilen circa, rechnen mit 2 Tagen. Wir werden voraussichtlich laut Wettervorhersage Ost bis Ost-Nordost haben. Also passt das im Prinzip relativ gut. Südost, so wie er jetzt ist, wäre ein bisschen wäre nicht so toll, weil wir dann einfach zu hart an den Wind ran müssten. Beziehungsweise dann auch nochmal kreuzen müssten. In Martinique werden wir dann mal eine Marina besuchen, weil wir von Martinique aus nach Hause fliegen für 3 Wochen. Da wollen wir das Boot natürlich nicht am Anker platt lassen, sondern das in die Marina bringen. Am 12. Juni sind wir dann wieder zurück. So ist der Plan.
Also, wir haben heute Vormittag noch keine Schule gemacht. Die macht Marie jetzt gerade. Sie liest nämlich gerade im Lesezirkus. Das macht sie schon ganz toll. Und die Mama? Die Mama, die steht da unten drin. Und? Was macht sie? Eier finden. Warum ist so warm? Die verpflegt mal wieder die Familie. Aber du kommst dann wieder raus zum Segeln, ne? Ja. Der Domi, der ist immer noch ein bisschen krank. Den hat irgendeine Grippe erwischt. Und er lust noch so ein bisschen ab hier unten. Ja, ja, so macht Eierkuchen backen Spaß. Schaukelt schön. Das Wasser kommt schräg.